Eine komplett neue Reise-Enduro von Suzuki, die neue V-Strom 800D. 5 verschiedene Meinungen zu diesem Motorrad in diesem Video für euch. Ein neues Motorrad muss für euch mal anständig einsortiert werden. Da machen wir es uns nicht leicht bei 1000 Best TV. 5 Leute haben sich 2 Tage Zeit genommen, haben sich die V-Strom zur Brust genommen. Auf Schotter, auf Asphalt, im Regen, bei Sonnenschein, morgens und abends, bis spät in die Nacht haben wir für euch geschuftet. Auch durch Nebel sind wir gefahren, um rauszufinden, wie gut ist sie wirklich, die neue Suzuki V-Strom 800DE. Hören wir rein, was die Kollegen zur neuen V-Strom 800 sagen. Genau, das ist die leichteste ist die ja Touareg, die Touareg mit 209 Kilo, von uns gemessen mit Volltank, das heißt die 239, ja, glaube ich. Ja, aber mit Sturzbügel und Lametta. Ja, so wie sie da steht, plattelvoll. Wie ist der Gang damit? Auf der Straße, finde ich, macht das dann das Grad auch nicht mehr fett. Vielleicht beim Rangieren, wobei es auch eher dann, wo wir auf der Schotterstraße waren, unwürdig rangieren müssen auf einer engen Schotterstraße. Mhm. Da merkst du es halt dann, gerade wenn du irgendwie versuchst, das zurückzuziehen. Aber auf der Straße, finde ich, ist es eigentlich voll okay. Es gibt, der Lenker ist so breit, das finde ich, das kompensiert ein bisschen diese Masse und diese Breite von. Sie erinnern mich aber von der Voluminosität, ist das ein Wort? Vom Umfang ein bisschen an die 850er GS. Wenn ich so drauf sitze, so wie der Tank geformt ist, wie er breit wird, erinnert es mich voll an die 850er GS. Aber sie ist trotzdem, würde ich noch sagen, vom Fahrgefühl ein bisschen agiler als die 850er GS, wenn jetzt. Ja, es ist halt auch wirklich alles drauf. Du hast das praxistauglich einen richtig massiven Motorschutzbügel. Ja, das, ich weiß nicht, was solche Dinge da wiegen, aber ich schätze 5-6 Kilo, das ist ja Stahl. Da kriegt schon ordentlich was drauf. Hat auch eine ordentliche Wandstärke. Also das sind Dinge, die verwenden wir gern. Sie macht insgesamt einen Eindruck, dass das hart im Nehmen ist. Bei der Anreise ist es jetzt eh hergefahren. Wie war der Fahrkomfort? War das okay? Der ist echt gut, außer der Windschutz kann besser sein. Die V-Strom 800, finde ich, hat einige so richtige Abenteurerqualitäten, die auch mich ansprechen. Und in manchen Belangen war sie mir dann aber doch ein bisschen zu gemütlich, zu auf Komfort getrimmt. Also zum Beispiel den Motor finde ich grandios, schön druckvoll. Genau das, was mir auch bei der Tenere gefällt, diese eher aufs untere Drehzahl. Die untere Hälfte des Drehzahlbandes fokussierte Motorcharakteristik mit viel Druck unten raus. Das zum Beispiel, glaube ich, wäre auch bei einem abenteuerlustigen Einsatz der V-Strom ein echtes Plus, ein echt positiver Punkt. Aber es ist dann so Punkte wie zum Beispiel das Gewicht, das recht komfortable Fahrwerk, das wird dann, glaube ich, wieder ein bisschen so sie ungeeigneter machen für anspruchsvolleres Gelände, wie zum Beispiel eine Tenere 700. Auch die Ergonomie ist mir für den Offroad-Einsatz nicht ganz so optimal. Das ist einfach ein bisschen vom Gefühl her im Sattel, würde ich sagen, auf der V-Strom 800 habe ich das Gefühl, okay, ich sitze jetzt auf einem gemütlichen Reisedampfer, der sicher dann noch immer durch den leimenden Motor erstaunlich viel auch im Gelände, im losen Gelände könnte. Aber es ist nicht so wie auf der Yamaha Tenere 700, wo man sobald man losen Untergrund unter den Rädern hat, wirklich spürt, ah, jetzt ist das Motorrad zu Hause. Die Suzuki eben ist mehr auf gemütlichen Reisen, würde ich sagen, zu Hause. Bei der Tenere spürt man, die ist im Abenteuer, im relativ ambitionierten Offroad noch zu Hause. Ich muss sagen, ist leiwand, aber es ist nicht so, dass dieses Feld so dominiert, wie es die GSX-S auf Anhieb gelungen ist. Ein gutes Motorrad, aber dass der dominante neue Player ist, ist glaube ich nicht geglückt, oder? Muss man ehrlich sagen. Ja, sie hat ein paar Mankos, die ich jetzt festgestellt habe auf den Probefahrtskilometern bis jetzt. Es ist das Fahrwerk zwar so, dass es auch viel Reserve mitbringt, dass es wahnsinnig komfortabel ist in der Grundauslegung, aber leider doch unterdämpft. Also sobald es halt ein bisschen sportlicher wird, egal ob Straße oder Gelände, wird es schaukelig. Ja. Also es ist knautschig, es ist indifferent, es ist grundsätzlich ein stabiles Chassis, es ist grundsätzlich, sage ich mal, ganz gut ausgewogen, aber es ist einfach zu wenig Dämpfung drinnen. Ich meine, wir haben ja eine gewisse Einstellbarkeit in der Komponente vorhanden, vielleicht kümmern wir da uns auch noch im Verlauf
des Tests drum, weil da würde ich wirklich gerne probieren, wenn man da mal vor allem die Druckstufe vorne und hinten ein bisschen schließt, ob es damit einen Ticken präziser vielleicht wird, weil so ist es, muss man sagen, schade, weil grundsätzlich diese stabile Grundkonstruktion, die würde man zusagen, die taugt man, aber die Dämpfung, die fehlt einfach. Ja, ist ein Unterschied, aber gewaltig. Schwimmt immer noch. Es ist mit Sicherheit eines der erwachsensten, größten, massigsten Fahrzeuge da im Testfeld. Aber ganz ehrlich muss man sagen, sie hat halt auch 30 Kilo mehr als die leichteste. Und die 30 Kilo im Gelände, spätestens dort merkst du das. Ich glaube auch, also was jetzt auf der Straße, wir haben natürlich ein bisschen feuchte und wechselhafte Bedienungen gehabt, aber wenn du sportlich anbremst, dann tendiert auch ein bisschen die Front in die Spitzkehre reinzuschieben. Also da ist nicht das ganz große Vertrauen auf der Bremse da. Und dieser Gewichtsnachteil, der macht sich bemerkbar. Aber für jemanden, der einfach ein ausgewachsenes Motorrad sucht, das aber eigentlich in der Mittelklasse oder in der Einsteiger-Enduro-Klasse angesiedelt ist, dann passt das perfekt. Ja, weil ich glaube auch zu zweit, also ich bin schon am Gregor, also der Gregor und ich haben Platz genommen, ich bin am Sozius hinten schon drauf gesessen auch. Wunderbar, da findest du als ausgewachsener 1,90 großer Mensch hinten noch perfekt Platz. Und fühlst dich wohl. Und die Sitzbank ist schön breit und komfortabel. Und auch auf der Autobahn bin ich gefahren, damit der Windschutz ist in Ordnung. Das kann man in 3 Stunden verstellen. Aber es ist gesudert worden schon beim Windschutz. Es ist gesudert worden. Ja. Im Vergleich zu den anderen. Ich muss sagen, ich bin einer beim Windschutz, der gern hat, dass der Helm frei im Wind liegt. Ach so, ja? Ach so, weil es eh nie geht. Weil es eh nie geht. Mit meiner 1,90, also das schaffe ich in den seltensten Fällen. Und damit ist das jetzt in der untersten Position. Der Oberkörper ist aus dem Wind heraus, der Helm aber frei im Wind. Dadurch ergeben sich keine Verwirbelungen. Ich habe das nicht schlecht gefunden, das ist leibend. Das ist ist gut, dass du den Ausreißer nach oben machst bei unseren Tests. Wir brauchen noch wenig einen Ausreißer nach unten. Wir brauchen einen kleineren Testpilot oder eine kleine Testpilotin. Also wir können Wolf mitnehmen das nächste Mal. Ja, nein, noch kleiner. Nein, aber es ist ja Chance, weil im Prinzip bewerten wir das jetzt alle ähnlich. Und ja. Es wäre cool, wenn eine kleinere Person auch mit ist und schauen, was die sagt. Aber vielleicht findet man ja noch wen. Ja. Ja, wenn man sich jetzt meine Wertung anschaut, also die Drehfreudigkeit des Motors, die habe ich schon eher schlecht bewertet, weil, wie gesagt, oben raus nicht mehr viel passiert. Also es ist durchaus so ein Motor, wo du schon 1000 oder 2000 Umdrehungen, bevor der Begrenzer kommt, den nächsten Gang einlegst, einfach weil es nichts mehr bringt. Was aber schon beim Motor sehr leibend ist, ist die kräftige Mitte, das Ansprechverhalten, der Durchzug. Also das ist wirklich ein gelungener Motor. Mir hat auch am Naked Bike, muss ich sagen, schon sehr gut gefallen, das neue 800er Aggregat. Aber ja, speziell wenn man es dann sportlich krachen lassen möchte, ist es einfach so, dass ein bisschen diese Drehfreude fehlt. Und das ist so ein kleiner Minuspunkt in Sachen Motorisierung für mich gewesen. Die technischen Daten der Suzuki V-Strom 800DE. Angetrieben wird sie von einem Zweizylinder-Reihenmotor mit 776 Kubik, 83 PS bei 8500 Umdrehungen. Schauen raus, das Drehmoment, das maximale Drehmoment, 78 Newtonmeter bei 6800 Umdrehungen. Der Rahmen besteht aus Stahl. Die Federelemente sind vorne eine Upside-Down-Gabel mit 43 mm Durchmesser von Showa und, ich sage einmal, geländeorientierten 220 mm Federweg. Zugstufe, Druckstufe und Federvorspannung verstellbar. Hinten sind es ebenfalls 220 mm Federweg am Mono-Federbein, ebenfalls von Showa und auch in Zugstufe, Druckstufe und Federvorspannung einstellbar. Letztere sogar per Handrad. Als Bereifung kommt der Dunlop Trailmax Mixtur zum Einsatz in den Dimensionen 90-90-21 vorne und 150-70-17 hinten. Als Bremse dient vorne eine Doppelscheibenanlage mit 310 mm Durchmesser von Nissin. Ja, der Radstand beträgt 1570 mm, die Sitzhöhe misst 855 mm, der Tank fasst ordentliche 20 Liter und Suzuki gibt 230 Kilo fahrfertig für die V-Strom 800DE an. Wir haben sie auf unserer 1000 PS Viehwaage mit 236 Kilo gemessen, das allerdings schon mit nicht serienmäßigen Sturzbügeln. Ich bin froh, dass sich das Gefühl mit dem Ergebnis deckt, weil es ist nicht immer so, aber es deckt sich da mein Gefühl. Ich bin vor dem Test aufgestiegen auf die V-Strom, bin damit einmal heimgefahren, bin in die Firma gefahren und gesagt, die muss den Test gewinnen, das ist so leibend. Im direkten Vergleich mit anderen Motorrädern hat sie sehr, sehr gut abgeschnitten. Und ich bin gespannt, was die anderen Kollegen zu ihr sagen. Bin ich gespannt, was die ausgefüllt haben. Für mich persönlich, in meiner eigenen Wahlkarte, ist für mich die V-Strom auf Platz 1 in einem direkten Vergleich mit 5 Motorrädern. Was macht's so gut? Es ist so, dass Suzuki mittlerweile jener Hersteller ist, ich glaube, der letzte auch von den Japanern, der wo sehr,
sehr, sehr defensiv in der Entwicklung gearbeitet wird. Das heißt, da wird alles nochmal überprüft und nochmal überprüft. Ist es zuverlässig genug? Ist es stabil genug? Und das sorgt dafür, dass die Suzuki's am längsten brauchen, bis sie am Markt kommen. Gefühlt hätten wir ja dieses neue Naked Bike und den neuen Motor schon vor Jahren erwartet. Und führt auch dazu, dass die Suzuki's bei Vergleichstests oft die schwereren sind. Liegt im Hintergrund daran, kann ich verraten, dass bei anderen japanischen Herstellern mittlerweile die Europazentrale eine recht große Rolle spielen in der Produktentwicklung. Bei V-Strom ist keine starke Europazentrale, aber Suzuki keine starke Europazentrale gibt, sondern nur Landesorganisationen. Die sprechen nicht in einer geeinten Stimme Richtung Japan und somit ist immer noch sehr, sehr stark japanisch dominiert die Suzuki-Entwicklung. Führt dazu, dass sie schwerer ist, führt aber auch dazu, aus meiner Sicht, macht es einen extrem robusten, hochwertigen und durchdachten Gesamteindruck. Der Motor makellos von unten raus, legt dann oben nicht mehr nach. Da hat wahrscheinlich irgendwer in Japan sich gedacht, ja, Reiseenduros brauchen wir nicht viel Power, das machen wir einfach so und passt wunderbar. Und ist aber dann so, dass das der einzige Kritikpunkt ist, den ich persönlich anbringe, dass sie halt oben raus dann diese Kernigkeit nicht hat, die man vielleicht manchmal gerne hätte, wenn man so ein bisschen energisch ans Gas geht. Ansonsten überall Bestnoten. Ja, sie braucht ein bisschen mehr wie die anderen, komischerweise, obwohl es oben nicht arg rausdreht. Auf der anderen Seite hat es für mich das beste Ansprechverhalten. Insofern, ich würde es keinesfalls irgendwie schlecht benoten, denn Verbrauch ist alles in einem akzeptablen Bereich. Aber für mich, die Suzuki V-Strom 800, ein wunderbar rundes, tolles Gesamtkonzept. Ich würde sie nicht dann empfehlen, wenn für Leute das Thema Gewicht sehr wesentlich ist. Also wer eher klein ist und mit der Sitzhöhe immer ein Problem hat, der quält sich dann halt unnötig, der kann sich eine viel leichtere Transalp zum Beispiel nehmen oder eine leichtere Touring auch nehmen. Dort ist die Sitzhöhe halt ein bisschen höher, aber Transalp ist so ein klassisches Gegenbeispiel. Die ist leichter, ein bisschen tiefere Sitzhöhe, da macht man sich das Leben nicht unnötig schwer. Aber die V-Strom für mich als großen Piloten ein wunderbares Motorrad und freue mich, dass da unten jetzt bei mir wirklich eine gute Note ist. Für mich ist sie tatsächlich die Siegerin, wenn es darum geht, Universaltalent. Alter, die kann alles. Das ist so leiwand, dass mit der das Fahrwerk, ja. Einige haben gesagt, nee, ist eh voll verstellbar, wir müssen da irgendwas härter machen und hin und her, weil ja, so arg eintaucht. Ja, aber es war nicht schlecht. Sage ich ja, das ist ja urleiwand vorher schon gewesen und jetzt ist es halt noch ein bisschen leicht straffer. Natürlich taucht es ein bisschen ein, aber hey, du hast die Uhr mehr der Federwege und die ist komfortabel abgestimmt und finde ich, bleibt trotzdem stabil. Was weiß ich meine, die Leute, die sich das kaufen, werden auch hauptsächlich auf der Straße wahrscheinlich unterwegs sein für ihre Touren. Da hast du in den Kurven, auch in schnellen Kurven, keine Instabilität oder dass das irgendwie schwammig wäre. Die hat dann ein leiwandes Fahrwerk, die hat eine super Sitzposition. Der Motor, weißt du, was willst du denn haben? Auf der GSX 8S, auf dem Naked Bike, ist er natürlich ein bisschen spritziger, weil die weniger wiegt. Und jetzt direkt mit der Hornet, die GSX 8S verglichen, der dreht mehr aus und so dreht auch, sagen wir, die Transalp mehr aus als die Suzuki. Aber auf einer Reiseenduro passt sie voll, oder? Von unten ist, ist vielleicht, du, ist vielleicht Geschmackssache. Oben, was sagst du? Schon, du, oder? Man muss immer aufpassen, weil zum Beispiel die Aprilia Touring ist, glaube ich, genau das Gegenteil. Ein sehr drehfreudigen Motor, linear, wo unten wenig ist und oben dann zulegt. Gibt es vielleicht manche, die sagen, das ist ein Scheiß und das taugt man nicht. Und umgekehrt ist aber vielleicht auch bei manchen Leuten so, die sagen, du, da wird oben nicht mehr nachgelegt. Ja, aber ich finde gerade, dass Thema Reiseenduro hat dann Suzuki für mich besser irgendwie abgearbeitet, weil das ist echt, das ist ein Universaltalent, da passt in Wahrheit alles, die schaut leiwand aus und da hat Suzuki echt ein super Rad hingestellt. Finde ich leiwand, dass die MotoGP-Techniker jetzt eine V-Strom 800DE bastelt haben. Schau, was die alles können. Für mich ist die V-Strom 800DE ein unfassbar leiwander Wurf von Suzuki. Da ist ihnen richtig was Gutes gelungen, weil das so einfach universell ist, die kann, finde ich, alles. Die hat ein super Fahrwerk für mich, das auf der Straße echt leiwand zum Händeln ist, das einfach alles super wegdämpft und federt und auch Offroad funktioniert. Das höhere Gewicht merke ich irgendwie nur beim vom Ständer heben und während der Fahrt völlig vergessen. Der Motor schiebt von unten in der Mitte richtig leiwand an. Und die stresst mich überhaupt nicht. Das ist ein Motorradl, das macht mir einfach Spaß. Mit der zu fahren, finde ich leiwand, fühle ich mich total wohl drauf. Ich finde auch optisch, die muss nicht jedem gefallen. Ich weiß nicht, das ist klar, Optik ist sehr subjektiv. Aber ich finde, die schaut so ein bisschen anders aus als alle anderen. Das ist schon in Ordnung. Da haben sie echt was Gutes hingestellt.
238 voll getankt, da bist 30 Kilo über den Mittelwert. Die Suzuki sind die einzig Ehrlichen, die so hinstellen, wie es gehört. Ich muss es gleich verteidigen, weil mir taugt der ehrliche Ansatz. Ja? Schau dir diesen Motorschutz an. Das ist ein echter Motorschutz, nicht nur fürs Marketing-Prospekt. Schau dir die Stahlträger an, die alleine schon wahrscheinlich 6-7 Kilo haben. Sie sind auf alle Fälle in den Gewichtsangaben berücksichtigt. Ja, ja, und ich glaube, das ist Serie, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ja. Aber so sind die Unterlagen und so fährt ein normaler Mensch mit dem Motorrad und dann hat es halt mehr Kilo wie die anderen. Du, es ist eh alles müßig, diese Gewichtsdiskussion, sobald du mal fährst, aber wenn du ein, glaube ich, kleiner Gewachsener bist, im Stand, das Rangieren, das kann schon ein Ausschlusskriterium sein, dafür, wenn das dann so doch das höhere Gewicht hat. Aber ich gebe dir schon recht, das ist im Fahrbetrieb, vor allem auf der Straße, merkt man es weniger, das Gewicht. Sie wirkt einfach optisch wuchtig, wenn du dich drauf setzt und dann hast du diesen extrem breiten Lenker, was ich super finde. Für meine Statur ist ideal geeignet. Ich kann mit der so gut wie mit keiner anderen die engen Kehren richtig schön dirigieren, Grad für Grad da quasi den Radius bezwingen. Und ja, aber der Motorschutz vorne, schaut so, es hat so ein bisschen was Terminator-mäßiges. Also schon ein Auftritt. Das ist ein Reiseenduro, es gehört so, es gehört so. Aber und dann werden wir es gleich sehen. Bei dem Windschild haben sich die Geister irgendwie gespalten. Der Max hat gesagt, für ihn genau richtig, er hat gerne kleinere Windschilder, haben gesagt, das ist viel zu wenig, er braucht halt mehr Windschutz, wie es dir gegangen. Du bist ihr habt ja regnerische Anreise gehabt. Ja, das war durchaus eine feuchtere Partie bei der Anreise. Und da ist es, ja natürlich, es nimmt dich nicht so aus dem Wind wie andere, die hier mit im Feld sind. Man könnte es noch verstellen, man hat hier dann 4 Imbusschrauben, die man, wo man dann vielleicht 1 Zentimeter höher gewinnt in Summe oder 1,5. Das Windschutzwunder oben wird es aber nie werden, beziehungsweise müsste man dann wahrscheinlich, gibt es im Zubehör, zu einem anderen Windschild greifen. Aber unten herum macht es einen richtig guten Job, weil es eben so breit baut. Dieses Wuchtige kommt ja da voll entgegen, also zugute beim Thema Windschutz. Und mich stört es auch nicht, weil bevor ich diese Abrisskante am Helm habe, dann bei so einem halbhohen Windschild, und das sind sie eigentlich alle hier im Feld, ist mir lieber, ich habe keinen. Und Helm, wenn er gut aerodynamisch designt ist, wird dieser HJC F91, habe ich mit den Windgeräuschen gar kein Problem gehabt auf der Autobahn. Da ist mir sogar lieber, ich habe da eben nicht diesen einen Punkt, wo mich der Wind trifft und habe da mehr Ruhe im Helm, als ich habe eben ein großes Windschild, das aber dann vielleicht da oder dort so eine Abrisskante erzeugt. Es bringt nichts, den Motor auszudrehen, aber dort, wo du ihn in Praxis, im Alltag nutzt, ist er fantastisch. Ich finde, er ist so bauchig in der Mitte, dass von unten wirklich schon Kraft und da bewege ich die Reiseenduro. Und auch hier in den engen Kern, den wir gehabt haben, so bist viele im Zweier, Dreier unterwegs. Und da macht es auch nichts, wenn du mal einen Gang zu hoch bist. Also der hat genug gemacht, dass dich von unten dann rausschiebt. Aber zu lange am Gas bleiben, auch bergauf, denken wir, okay, jetzt muss ich ein bisschen drehen, damit ich den Anschluss behalte, mit zum Beispiel einer 97 Adventure, bringt halt dann nichts mehr. Das ist besser, du legst nach, mit einem herrlichen Quickshifter, der nächste Gang ist sofort drin und du hast wieder dieses Drehmoment Plateau, auf dem man dann segelt. Weil das Rausdrehen ist eben ein bisschen zwecklos. Ja, war eine schöne Zeit da im Grenzgebiet zwischen Kärnten und Steiermark. Und danke geht raus an den Motorrad-Hotel-Kollegen, Moho-Kollegen, an den Herrn Deichselberger, der uns da die leibenden Routentipps gegeben hat. Unten drunter haben wir alle Links, die ihr braucht, um ja diese Erlebnisse nachzumachen. Der Link zum Helm, welchen Helm wir oben haben, zu dem Quadlock-System, zur Kalimoto-Runde, zu den Spots, die wir angefahren sind, zu den Motorrädern, zu den Preisen. All das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und was uns noch wichtig wäre, wenn ihr findet, dass die Suzuki V-Strom ein leibendes Motorrad ist, dann teilt es gerne, dieses Video, diesen Link zu diesem Video in euren Reise-Enduro-Gruppen, damit noch mehr Leute die Info kriegen. Suzuki Spec mit einer richtig guten V-Strom 800.de. Danke.